Es wurde gefragt, wie man in so einer Situation so ein Vordach mit verschiedenen Dachneigungen so hinbekommt, dass der Grat genau hier aufhört, der Grat genau hier rauf geht und hier oben die gleiche Dachhöhe ist, das heißt hier eine andere Dachflächenneigung stattfindet. Ich persönlich würde es mit dem Goodie Planungsextras Freifläche mit Dach ersetzen. Das muss man allerdings nachinstallieren. Da bin ich jetzt falsch. Mal schauen, wo habe ich das jetzt wieder? Okay. Findet man unter Graphisoft Downloads Goodies, also graphisoft.com Downloads Goodies AC24 Out zum Beispiel für die österreichische Version. Da kann man es dann runter installieren. Dann installieren, dann Archicad neu starten und dann hat man diese Möglichkeit. Ich zeige das jetzt einmal ganz kurz vor, weil es wirklich keine große Sache ist. Ich zeichne einfach eine Freifläche. Ich gehe mal kurz ins 3D, um das zu zeigen. Das heißt, hier habe ich meine Freifläche. Ich setze sie mal rauf, wie ich sie vielleicht haben will. Und jetzt hebe ich einfach die drei Punkte auf die gleiche Höhe. So, in der Z-Höhe. Gehe ich zum Beispiel hier rauf. Die Funktionalität würde ich mir fürs Dachwerkzeug auch wünschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das heißt, ich habe jetzt hier eine ganz andere Neigung wie hier. Jetzt gehe ich mit einem Grundriss, weil ich glaube, in 3D geht es nicht. Mal schauen wir mal. Ja, Planungsextras, na, da ist nicht freigeschalten, aber in 2D kann ich jetzt das hier mit Dachflächen ersetzen, mit diesem Goodie. Allerdings Einzeldachflächen. Planung, vielleicht Freifläche mit Dach ersetzen und schon ist es passiert. Und ich kann Steuerung 3 dann mit dem Dach machen, was ich will. Steuerung 3. Und sonst, wenn ich es verschneide, gibt es die ganz normale Verschneidungsfunktionen. Ich zeige das kurz mal. Das heißt, also das ist eine Gruppe. Steuerung U. So. Steuerung E. Wenn ich jetzt hier irgendwo Dachflächen habe, egal wie sie jetzt aussehen, ich möchte jetzt die beiden Kanten verschneiden. Die eine Kante anklicken, genau die Kante, die Steuerungstaste halten, die andere Kante anklicken. Dann umgekehrt. Diese Kante mit der Großschreibtaste anklicken und dann mit der Steuerungstaste die andere. Dann hat man es verschnitten. Gut, das war's schon wieder. Schöne Tage.